Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit Anduin. Hallo. Und meiner Wenigkeit. Juhui. Jo. Ich gehe wieder in den Keller. Draußen regnet's. Oder in die Gärtnerei. Ja, ich will eine Gärtnerei machen. Alles klar. Ja. Ja, wir haben ein bisschen was gefahren, weil uns ja beim letzten Mal die Baumaterialien ausgegangen sind. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Holz, ein bisschen Stein und jetzt geht's weiter. Ich mache noch kurz den Keller fertig, bevor ich in die Gärtnerei gehe. Damit zumindest mal der Platz feststeht. So. Schön dunkel hier. Gut. Ja. Ich mache mein Dach weiter, damit wir da mal zu werden. Ja, und im Trockenen endlich sitzen. Mittlerweile funktioniert es ganz gut, also die Ausleuchtung dürfte passen. Im Hof und so spawnt nichts mehr. Zumindest die letzte Zeit ist jetzt nichts mehr gewesen. Da im Erdgeschoss war glaube ich auch nichts mehr. Im ersten Stock habe ich gerade noch geschaut, kurz bevor wir jetzt gestartet haben. Da ist es auch ruhig. Und ich glaube auch da der Dachboden praktisch so, dürfte so ausgeleuchtet sein, das passt. So, gut. Ich habe schon wieder Platzmangel. Wow. Naja, das ist ja. Ist wie eine Frauenhandtasche. Genau. Platzmangel ist jetzt nichts Neues. Nichts Neues im Minecraft. So. Was ist das da? Ah ja. Wir haben die Ränder des Hauses gefunden. So. Nach und nach. Ja, es ist natürlich schon wieder ein paar Tage her. Die letzte Session. Keine Ahnung, wie das davor gehabt hat, aber ich baue jetzt einfach mal drauf los. Keine Ahnung, was du dir gedacht hast, sozusagen. Genau. Ach, du denkst dir vorher was? Ja, geht zumindest so. Okay. Ich bin grundsätzlich planlos. So. Warum geht das denn da los? Gut. Da sind noch drei übrig. Hoch ist das hoch. Was denn? Na, ich baue gerade den Keller da auf der Seite, wo. Ja, für Gewölbe braucht man gewisse Höhe. Na gut, ich muss was weglegen, das wird sonst nichts. Habe ich Holz dabei? Bestens Werkzeug. Genau. Und wir gleich mal das Werkzeug loswerden. Genau. So. Und das schmeiß ich kurz raus. Das. Also.
grob. Was habe ich jetzt? Ah, da. Ist ja gelb und blau. Schon wieder die Vorteilskräftastatur angewendet. Brauchen wir, warum man schon wieder einen Block nicht setzt. Na schau, geht ja. Ach was. So, dann habe ich auch. Das lasse ich mal da. Den Speckstein, das ist auch Speckstein. Andesit, ja, dann lasse ich auch. Wir müssen was wegschmeißen. Ja, es gibt eine Änderung und deshalb habe ich da bei mir auch noch den, sehe ich gerade den Kürbiskuchen drinnen. Weg damit, den haben wir nicht selbst erstellt. Wir haben die Hangernote rausgeschmissen, also die verantwortlich ist für dieses Hungermanagement bei Life in the Woods und dass man da halt wesentlich mehr Nahrung braucht, weil wir selbst in den Videos feststellen, wenn man sich das anschaut, wir sind eigentlich einen Großteil der Zeit nur am Futtern. Ja, stimmt. Das kann es nicht sein. Es ist zwar schön, wenn man für sich gehen muss vielleicht, weil es den Survival-Modus ein bisschen verstärkt, aber im Let's Play ist das. Ist es irgendwie. Ja, zum Übrigen. Wenn man mehr essen sieht. Und darum haben wir die rausgegeben und ich habe das, um jetzt zu probieren, ob es auch wirklich funktioniert. Also sprich, dass jetzt, wenn man isst, das wieder länger anhält, habe ich mir da Kürbiskuchen rausgenommen. Ich habe jetzt gerade weggeschmissen. So. Aha. Nicht runterfallen. Ja, das höre ich dann eh, wenn es aufklatscht, ne? Ja, nicht so schlimm. Batsch. Batsch, ja. Ja, was habe ich hier vor, hier unten? Ich will ein schönes Kellergewölbe machen. Folterkammer. Eine Folterkammer, ja. Und oben, neben der Küche, will ich eine kleine Gärtnerei machen, wo die Samen, Setzlinge hinkommen. Ja. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und du bastelst weiter am Dach, damit es trocken wird in der Bude, ne? Genau. Ich versuche gerade zum Eindecken. Mit was deckst du jetzt ein? Mit einem ganz normalen Holz. Okay. Ja, mir hat sehr gut gefallen, irgendein dunkleres, dass das Dach praktisch ein bisschen ab. Gewittert wird gegenüber den anderen Holzteilen. Ja, ich glaube, da wäre Fichte toll gewesen, aber die haben wir noch nicht. Aber die haben wir nicht da. Also wird es jetzt mal mit dem gemacht. Ah, da liegt noch was. Was vielleicht auch nicht, gar nicht so schlecht ist, weil dann ist dieses Landwirtschaftsgebäude halt mit den Rohstoffen gebaut, die es da in der Nähe gibt. Wir könnten ja später vielleicht einzelne Schindeln austauschen, genau. Dann schaut es so. Ja. So abgelebt aus. Ich würde nicht allzu viel Bauqualität, also schon, ist schon was gleich schon, aber nicht zu viel rein setzen, ja. So wie wir es normal in einem Let's Build machen. Ja, dafür haben wir ja eh das Let's Build geplant. Ja, und wir tun ja schon relativ lang jetzt da mit dem da herum. Wir wollen ja dann was anderes auch noch machen, ein bisschen herumreisen. Irgendwann einmal ein Netherportal und. Also eigentlich alles, was halt Minecraft so im normalen Leben zur Verfügung stellt. Ja. Das Life in the Woods da die Staffel und die Staffeln, die noch kommen, sind ja eher so Minecraft im Survival-Mod zeigen. Genau. Harte Arbeit eben. Schön bauen können wir dann. Kreativ modern. So, noch was da. Ja, ich habe mir für das Let's Build schon was überlegt. Ja, ja. Momentan fehlt eigentlich nur die Zeit, weil sonst wir wollten ja mit Anfang 2017 schon starten mit Let's Build, aber wir haben nur nicht einmal
begonnen aufzunehmen. Oder was die, die Map besteht. Das war es aber auch schon. Ja, liegt momentan großteils an einfach der Arbeit, die wir derzeit haben. Da zu wenig Zeit überbleibt. Aber das wird sich sicher ändern und dann starten wir jetzt bitte. Hoppala. Falsche Taste, ich Esel. Ja, zweite Veränderung gibt es auch noch, die betrifft aber nur mich und nicht die Tiere. Wenn es euch wundert, dass die Folgen jetzt ein bisschen unregelmäßiger erscheinen, also vor allem vom Zeitpunkt her. Wir versuchen natürlich nur immer unseren Zwei-Tages-Rhythmus. Aber bei mir kann es jetzt durchaus sein, dass sie nicht immer um 16 Uhr gleich veröffentlicht werden. Dann liegt das daran, weil sobald man die Werbung deaktiviert beim YouTube, hat man nicht mehr die Möglichkeit, eine Zeitplanung die Veröffentlichung durchzuführen, sondern man muss die Videos händisch veröffentlichen. Und ich habe mich entschlossen, dass ich Werbung vom Kanal verbanne. Jede Art. Ja. Also mein Kanal ist jetzt werbefrei mal für die nächste Zeit. Ich weiß nicht, ob es so bleiben wird, aber momentan ist es so. Bei Tibra ist es noch wie, also in dem Stil, wie wir es bekommen haben, einfach halt genau. Der Werbung, das einer den Vorteil genießt, dass man halt irgendwie in YouTube vom YouTube selbst irgendwie gesponsert werden, halt mit Vorschlägen und so weiter. Ist zwar mager, aber es ist so. Ja. Gut, der Boden. Du, soll ich den gleichen Boden machen oder einen anderen? Einen hellen zum Beispiel, es kommt eh dann der dunkle Salz. Ja, ich würde schon das Magmatit reingeben. Okay. Unten. Okay. Könntest du ein bisschen mit Steine variieren oder nicht nur in Steinziegel verwenden, sondern den Pflasterstein von Migmatit halt auch. Dass du mit dem gleichen Stein halt mehrere Varianten hast. Okay. Die eingesetzt werden. Wir haben so viel im Pflasterstein vom Speckstein, würde ich nehmen. Nein, nicht an anderen. Ja, aber ich habe nicht mehr so viel Migmatit. Warum? Was ist der schon aufgebracht, den wir gefragt haben? Also? Naja, den habe ich ja schon umgewandelt wieder auf Steinziegel. Ja. Ah, okay. Ja, aber das ist zu bunt, der helle, helle Steinziegel. Okay. Wie soll ich das Gewölbe machen, auch in dem Steinziegel? Mach, wie du glaubst. Okay, mach was du willst. Okay. Immer. Na gut, dann machen wir halt den Boden, wie er sein soll. Also, Steinziegel. Ah, ich kann ja Teppiche legen. Siehst? Tibor baut jetzt heimlich ihre Steinziegel ein und pflastert es mit Teppichen zu. Das ist ja, im Keller hat man ja auch Teppiche. Naja, das ist, dass die Fussi nicht kalt werden. Genau. Und es ist ein roter Teppich. Ja, super. Ich muss mir noch überlegen, wie das Gewölbe aufbaue. Das schaut aber dann alles zugleich aus. Naja, na gut. Na gut. Ich könnte die gebannten Steinziegelräder reinsetzen. So, Stein ist aus, müssen wir was holen. Das ist super. Warum sitzt der da jetzt nicht hin? Ja, voilà. Sehr merkwürdig. Genau, das gebe ich dann noch her. Wie schaut es denn aus mit dem Holz? Wie ist es auch schon? Haben wir einiges an Holz? Weil ach so, wie viel wir haben? Ja. Ja. Ich muss viele, viele Kisten machen. Ist schon einiges da. Viele, viele Kisten. Oh ja, Schafscheren.
für die blauen Deckchen. Das mache ich auch gleich. Das ist jetzt. Na, wo ist er? Der andere. Was denn? Ich schau gerade, ob du zu sehen bist. Nein. Na, versteckt sich gerade. Tja, klar. Glaubst du nicht, dass auf der Porsche was gearbeitet wird? Habe ich nicht angenommen. Nein, oder bitte. So, habe ich eine Schere dabei? Gibt es wenigstens keine Überraschung. Klar, kein. Ach doch, 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 doch. Hier ist sie. Komm her, du blödes Schaf. Blödes Schaf. Puh. Wenn ich mir das anschaue, was ich da gerade so verbrauche, dann brauche ich auch alleine das ganze Holz, was wir jetzt gefarmt haben. Oi. Na gut, dass ich noch ein bisschen nachgesetzt habe. Weil ich brauche das dann auch für meine Hochbeete quasi. Hallo Pferd. Oh, der Apfelbaum ist gewachsen. Ja, wie cool. Ich habe vorher schon einen Apfel gepflückt. Hey. Heimlich. Wie die Tibra nicht hingeschaut hat. Egal. Und den ernte ich jetzt wie? Ich bin einfach abgebaut. Ah ja. Cool. Ich dachte zwar, dass es so ist, dass man diese Früchte von den Bäumen mit. Ah, mit der Axt geht das recht schön. Aber ja, man baut es ganz normal ab. So wie man einen Block hat. Cool. Juhui. Da freut sich die kleine Tibra. Ich hoffe, das stimmt da. Okay. Schauen wir mal, das müsste. Ja, in der Flucht sind wir da, das passt. Apfel. Muss ich dann gleich schauen, einen Apfelkuchen oder so machen? Apfelstrudel. An gescheiten. Siehst du, das Kind jetzt wieder mal machen. An Wiener Apfelstrudel. Apfelstrudel, ja, das. Lecker. Musst du jetzt mit sowas anfangen? Ich bin eigentlich gerade dabei, ein wenig was abzunehmen. Oh ja, Weihnachten lässt grüßen. Ja. So. Bin gespannt, ob wieder Äpfel wachsen. Pferd. Du auch, oder? Boah, jetzt der Gustav Apfelstrudel. So was Fieses. Aber lecker. So. Okay, höre ich hier einen Magenknurren? Nein. Okay. Ist nicht von mir. Ja, vielleicht deinen eigenen. Nein, ich glaube nicht. Nein, aber das nicht. So. Das ist nicht der Enderman, weil. Okay, ja, da hätte ich einen Pflasterstein noch. Der ist zu wenig. Gut, wie schaut es zeitmäßig aus? Ein bisschen noch. Ah ja, du bist der Meister der Stoppuhr. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt besser funktioniert, weil die ich bisher verwendet habe, die ist jetzt aufgrund des Umbaus mit dem Studiomikro und dem Spult und so weiter. Die ein bisschen von mir weggerückt, die habe ich immer so im Blick fällt. Auf die Tastatur vom zweiten PC. Das ist so eine Uhr drauf. Jetzt probiere ich es gerade anders. Aber. Ja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Das war wieder gescheit. Ach Gott. So. Den lege ich zurück und nehme einen ganzen Stack. Was mache ich mit einem halben? So. Und retour. In den Keller. Was, die sind schon wieder aus? Ach Gott. So, jetzt sitzen wir da irgendwo eine Werkbank.
Ja, im Hof der Kokosnussbaum, der wächst nicht. Naja, der Apfelbaum hat ja auch eine Zeit lang gebraucht. Ja, eh. Geduld. Wird schon werden. Habe ich nicht. Naja, weiß ich. Oh, ein grüner Apfel hängt drauf. Ja, den tust du aber noch nicht. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob du was kriegst, wenn er nicht reif ist. Sehr schön. Ah, ich bin ja schon hier oben, das ist schön. Wir bekommen ein Dach, juhui. Ja, mal im Seitenteil, ja. Also okay. Hauptteil. So, irgendwo hatte ich doch wieder drei so. So, das ist jetzt einmal fertig. Na bitte die Seite ja. Eingedeckt und dann bitten wir Tibra um ihre Abschlussworte. Also dann, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn Anduin und Tibra beim Minecraft Life in the Woods am Bauernhäuschen weiter basteln. Ciao! Tschüss!